Hallo, herzlich willkommen hier auf einem neuen Mitglied der Nimbus-Familie, nämlich einem Modell der WTC9-Serie, nämlich der C9. Ist eigentlich jetzt ja schon seit über einem Jahr auf dem Markt, aber wir hatten bis jetzt einfach nicht die Zeit und hat sich nicht die Gelegenheit geboten, das Schiff zu testen und unseren Bericht zu machen. Wir sind in dem Fall jetzt hier, oder sagen wir erstmal WTC9, was ist das? WTC9 ist, W heißt Weekender, T ist Tender und C ist Commuter. Das ist also ein Commuter-Modell. Commuter ist der englische Begriff eigentlich für Taxiboot oder täglich zu nutzendes Boot zum Transfer. Transferboot, ja. Kommt eigentlich aus dem Skandinavischen, in dem Sinne, dass die Skandinavier so eine Art Bootstyp sehr viel benutzen, weil sie natürlich, aber in Deutschland ist es nicht so oft, dass man zu seinem Sommerhaus, zu seinem Wochenendhaus mit Boot hinfährt. Das wird praktiziert sowohl an der Ostküste in Schweden, als auch in Finnland, als auch in Dänemark, als auch an der Westküste von Schweden. Das heißt, Menschen leben in der Stadt, leben in Göteborg, leben selbst dort in der Nähe vom Wasser, aber fahren dann eben zu einem Sommerhaus, was im Bereich von 10 bis 80, 100 Seemeilen entfernt ist. Und dorthin und wieder nach Hause möchte man ein Boot, was sehr wetterunabhängig, mit einem guten Komfort die Familie transportiert, aber auch Sachen, die man im Haus braucht, die man vorher also einkaufen war und so weiter transportiert. Aber dann möchte man das Boot, wenn man an seinem Sommerhaus ist, natürlich auch für tägliche Badeaktivitäten nutzen. Und da kommen dann wieder so Sachen wie Sonnenliege, Sitzfläche außen, Übernachtungsmöglichkeit, Toilette ins Spiel. In meinem Video in Düsseldorf habe ich das versucht zu beantworten mit der W9 und der Axopar 28 T-Top, die ja aus vieler Sicht direkt in direkter Konkurrenz stehen. Wenn man das Boot sich hier anguckt, denke ich, kann man noch viel mehr sagen, hat der Nimbus versucht, da jetzt ein Axopar zu machen. Also ich glaube, außer dass das Schiff auch eine dicke Steuerleiste hat, die Nimbus auch schon immer hatte, und einen Stufenrumpf und eine gerade Scheibe, die wir aber auch bei Nimbus schon sehr lange haben mit der Marke Paragon, und die dicke Steuerleiste da eben noch viel dicker, hat die C9 nicht viel gemeinsam mit der Axopar 28. Viele werden jetzt sagen, ja, muss er ja sagen, weil er in-house Konkurrenz sonst hat. Nee, die Argumente sind sehr ähnlich wie bei der W9 zu 28 T-Top. Haben wir hier nicht die kompromisslose Fahrmaschine. Und das haben wir bei der Axopar 28 oder auch 37, aber wie gesagt, 28, ja, genau die gleichen Abmessungen hier mit 9 Meter und 2,95 Meter. Haben wir hier bei dem Boot, und das merkt man vor allem schon hier im Salon, aber gleich wenn wir runtergehen, ein viel, viel komfortableres Boot. Und dann muss ich sagen, würden viele sagen, ja, aber warum kaufe ich dann eine Axopar 28? Weil die Axopar 28 vom Fahrgefühl, von den Fahrwerten einfach unschlagbar ist. Es gibt kein Boot in der Bootsgröße, das fährt wie eine Axopar 28. Und damit sage ich nicht, dass das Boot hier schlecht fährt, sondern das Boot fährt, denke ich, immer noch besser wie 90% unserer Mitbewerber in der Größe. Aber die Axopar 28 ist einfach nochmal 20% besser wie jeder andere. Und das stehe ich 100% dahinter. Und jetzt fragen Sie sich, warum rede ich so viel über die Axopar? Das ist, wenn Sie sind auf der Nimbus. Weil eben dieser Vergleich so viel getroffen wird und der einfach unfair ist. Weil nochmal, was habe ich hier? Ich habe bei den Ausmaßen ein gleich großes Boot. Ich habe auf beiden Seiten den tiefliegenden Gangbord. Ich habe auch an beiden Seiten die große Türe. Aber was habe ich hinzu? Ich habe vorne eine vollwertige Kabine mit separater Nasszelle. Und ich habe hier im Salon viel mehr Platz. Und was ich bei Axopar auch natürlich nicht wählen kann, in dem Fall hier, wir haben einen Innenbordmotor. Hier in dem Fall ein V8 mit 300 PS. Und der Motor ist, wie er so hier ist, eben auch Bodensee zulassungsfähig. Das heißt, das Boot hier kann ich eben auch mit der Motorisierung am Bodensee fahren. Aber viele andere möchten auch einfach ein Inboarder-Boot haben, in Zukunft eben auch mit Diesel. Dann wird es nur ein Mercury-Diesel sein mit 3 Liter Hubraum, ein V6 oder in dem Fall eben hier der V8 Benzin mit 300 PS. Die 300 PS bringen uns auf einen Topspeed von 40 Knoten ungefähr. Ich gehe jetzt erstmal gerade ein bisschen auf die Fahreigenschaften ein und dann gehen wir, am besten kommst du rein vom Windgeräusch, und dann gehen wir gleich, machen wir weiter mit dem Interieur, sobald wir zurück im Hafen sind.
So, also große Seitentür haben wir gerade gesagt. Ah, jetzt gehen wir erstmal aufs Fahren ein. Also wir sollten eigentlich hier ja Verbräuche sehen können. Machen wir gerade. Wir haben. Boot ist dreiviertel voll getankt. Ne, wir haben hier kein Gateway drin, also haben wir keinen Liter pro Seemeile. Na, tut mir leid. Das heißt, wir sehen nur den absoluten Verbrauch, den wir jetzt gerade haben, aber wir haben keinen Liter pro Seemeile. Kann man so, denke ich, auch im Kopf ein bisschen umrechnen. Also wir fahren jetzt mit 6 Knoten und verbrauchen 8 Liter die Stunde. Das heißt, etwas mehr wie 1 Liter auf die Seemeile. So, dann beschleunigen wir. Wir haben hier diese Zipwake-System drin, das ist ein Autotrim-System. Das fällt jetzt auch am Anfang raus. Hilft dabei, das Boot relativ schnell vorne runter zu bringen, weil es, wie gesagt, automatisch das Boot trimmt. Wir sind jetzt bei 15 Knoten, sind voll am Gleiten, mit Hilfe natürlich etwas der Trimklappen. Ich mache die Trimklappen jetzt mal aus, dass wir auch ein Gefühl kriegen, wie das Boot wäre ohne Trimklappen, wobei die ja Standard sind. Jetzt haben wir natürlich den Bug vorne ein bisschen, man merkt schon das Gewicht des V8s, aber wir sind trotzdem bei 15 Knoten schon voll am Gleiten. Wir machen jetzt die Autotrim wieder an und was passiert? Der Bug geht automatisch vorne runter. So, dann gehen wir direkt in die Kurve, weil wir jetzt hier am Ende der Wasserskistrecke sind. Boot legt sich schön in die Kurve, nicht zu viel, nicht zu wenig. Macht ein gutes Gefühl. Beschleunigt durch die eigene Welle hindurch. Jetzt laufen wir, denke ich, eine gute Geschwindigkeit. 25 Knoten. Wir verbrauchen jetzt 50 Liter. 47 Liter sind so 1,9, im Kopf gerechnet 1,9 Liter auf die Seemeile. Was ungefähr 1 Liter auf Kilometer sind. 25 Knoten. Die Volvo-Lenkung ist auch hydraulisch. Perfekter Geradeauslauf. Boot ist aber auch sehr agil in den Lenkbewegungen, wobei man schon den Unterschied zu einem Außenborder merkt. Das Boot wirkt größer und einfach ein bisschen, ja, ein bisschen schwerer wie dasselbe Boot auch mit Außenborder. So, dann gehen wir mal weiter Gas, mal 30 Knoten. Bei 30 Knoten, oder also ein bisschen zu schnell, bei 30 Knoten drehen wir, oh Gott, wir drehen jetzt 4009 Umdrehungen, das ist, können wir auch noch als maximale Marschfahrt nehmen, wir laufen 31 Knoten und verbrauchen jetzt 58 Liter auf die See pro Stunde. Bei 30 Knoten, ich denke, wir sind immer noch ungefähr bei 1,8 Liter auf die Seemeile. Ich würde sogar fast sagen, ein bisschen weniger bei 31 Knoten. Das heißt, ja, ich würde also fast etwas sparsamer wie der Außenborder jetzt in dem Fall. Bei 30 Knoten. Sicht ist sehr gut. Wir haben ja die langgezogene Frontscheibe hier an der Seite, die gerade Scheibe vorne, die große Luke hier oben, die man aufschieben kann, mit noch einer Sonnenschutz hier oben, die man ganz hier nach hinten ziehen kann. So, jetzt mache ich nochmal eine Kurve über Backbord. So, wenn man die Kurve fährt, ist der Außenborder im Verhältnis einfach ein bisschen leiser. Man hört jetzt schon, wie der V8 am Arbeiten ist. Und jetzt geht es wieder gerade durch die eigene Welle durch. Gute Stehposition, aber auch gute Sitzposition hier für lange Strecken zu fahren. Ist jetzt wieder auf 30 Knoten. Gehen wir aber nochmal zurück. Also ich finde es vom Geräuschniveau angenehmer so bei 26, 27 Knoten. Ist immer noch flott unterwegs. Weil beim Fahren jetzt hier die Seitentür aufmachen, die auch hier unten riegeln kann. Mal kurz nach raus. Bitte gut an der Seite stehen, festhalten. Das Boot ist auch sehr seitenstabil, das heißt, ich bin jetzt hier rüber gegangen. Man merkt da nicht viel von, wobei natürlich der Autotrim natürlich auch ein bisschen dagegen arbeitet.
so. Tür wirkt sehr solide, alles. Überhaupt überall viele Haltegriffe. Auch nochmal eine Kurve über Steuerbord. Wir haben jetzt hier das Radar im Overlay an, außerdem hat das Boot einen Autopilot. Eine sehr enge Kurve. Es gibt automatisch auch einen Trim Assistant, der ist Standard. Das heißt, der Motor trimmt an sich den Z-Antrieb ideal für die Geschwindigkeit. Wir laufen jetzt 38 Knoten, 38,5 Knoten. Bei 5800 Umdrehungen 39 Knoten. Perfekter Geradeauslauf. Und ich finde auch so ist das Geräuschniveau sehr angenehm, obwohl wir ja einen Motor im Schiff drin haben. Also das ist alles, wie es bei der Nimbus sein soll. Ein bisschen vom Gas runter. Wieder lenken über Backbord. Ich ziehe jetzt nochmal eng in die Kurve. Das Einzige, wo das Boot relativ laut ist, ist, wenn ich so eine enge Kurve mache. Da hört man eigentlich, denke ich, den Auspuff des Z-Antriebs hinten raus. Aber trotzdem in der Kurve einfach sehr viel Grip durch den Duoprop. Der Z-Antrieb ist im Vergleich zu einem Außenborder hat immer als Doppelschraube entgegenläufig sogenannte Duoprop von Robbe Penta. Gut, ich denke, ich bleibe hier draußen sogar und erkläre noch ein bisschen weiter, weil dann haben wir schön noch ein bisschen Sonne, weil im Hafen ist schon Schatten. Ich mache jetzt mal kurz den Motor aus. Zündrohr aus und gehe mal nochmal aufs Armaturenbrett ein. Wir haben in dem Schiff jetzt hier den 12 Zoll Garmin Plotter, der optional ist. Dann haben wir vorne natürlich standardmäßig einen Kompass installiert. Wir haben in dem Schiff vorne, sieht man, ich habe es gerade mal eingeschaltet, Defroster. Das sind diese Düsen dort vorne, die Warmluft an die Scheibe blasen. Das ist sehr wichtig als Commuterboot, wenn man in wechselnden Jahreszeiten unterwegs ist. Das Ganze hat nichts mit der Heizung zu tun, sondern es ist bedient oder es wird gewärmt über den Motor. Das heißt, diesen Defroster gibt es nur mit dem Innenborder. Das heißt, der Motor ist zweikreis gekühlt und der warme innere Kreis wird das warme Wasser in warme Luft umgewandelt über den Defroster. Dann haben wir den Scheibenwischer mit Waschanlage und unterschiedlicher Geschwindigkeit und das Horn. Das Display hier ist das Volvo Penta Display. Da habe ich eben die Verbräuche und so weiter drin abgelesen. Dann haben wir eine Fernbedienung für die elektrische Ankerwinde, die hier in dem Schiff verbaut ist. Dann haben wir die Navigationsbeleuchtung, das Ankerlicht, Bilgenpumpe, AUX, Unterwasserbeleuchtung oder auch die Bugschraube ein- und ausschalten. Die Bugschraube ist SE40. Die ist sehr stark. Ich mag auch diese Bedienung sehr gerne im Vergleich jetzt zu diesem Joystick. Und dann haben wir hier unten in dem Fall, wenn ich die Zündung wieder anmache, geht das auch an. Dieses Zip-Wake-System, das ist ein automatisches Trimsystem, sehr intuitiv zu bedienen. Das heißt, wenn ich drehe, ändert sich die Lage des Bootes. Über das Rädchen hier kann ich den Trim einstellen, aber das Ganze geht, wie gesagt, auch automatisch über den Autoknopf. Hier an der Seite haben wir das Radio verbaut, serienmäßig und nicht serienmäßig als optional, aber wenn man ein Radio hat mit Bluetooth, außerdem hier dann eine USB-Ladestation, das finde ich gut gemacht, das kann man hier reinlegen und hier unten laden. Gut, dann haben wir hier noch den Suchscheinwerfer, die Bedienung, den wir hier optional in dem Schiff drin haben, hier über den Joystick. Seitentür habe ich eben schon mal kurz angesprochen, die ist sehr, sehr breit. Also hier vom Durchgang her haben wir, ich sag mal, easy 1 Meter Breite hier, vielleicht 1,10 Meter. Das heißt, man kann ohne Probleme hier vorne vorbeilaufen, aber auch hier hinten, obwohl hier noch ein Tisch aufgebaut ist. Den Klapptisch hier, den kann man hier unten auch fest verstauen. Wenn man den aber so aufgebaut hat, wie wir das jetzt hier haben, kann man, jetzt kommen wieder die Sitze, da werde ich wahrscheinlich wieder veräppelt, wenn ich die nicht sofort gedreht kriege. Den habe ich aber hier noch nie gedreht. Oh, ich liebe Sitze. Warum kriege ich den jetzt nicht gedreht? Irgendwas mache ich falsch. Das Verschieben, Entschuldigung.
Patrick Polsch und die Sitze zum Verdrehen. Der geht aber sehr leicht hier, sowohl zum Schieben als auch zum Verdrehen. Aber man muss den Mechanismus also können. Also, Schieben ist hier und dann haben wir auf der Seite das Drehen. Genau so. So, und dann können wir hier, also sogar noch ein bisschen drüber, kann man immer noch durch, kann man hier easy mit 5 Personen sitzen, 2 Personen hier und wiederum 3 Personen hier hinten. Wir haben so kleine Details hier, Stauraum, auch auf der Seite. Und diese Sitzbank hier kann man nach vorne schieben und dann kann man hier eine Liege, theoretisch sogar ein Bett machen, mal gerade von Liegelänge. So in meiner Körpergröße geht das so gerade. Wenn ich aber so leicht schräg liege, kann ich hier auf jeden Fall alleine liegen. Jetzt kommt da hinten ein Frachtschiff. Müssen wir trotzdem den Motor nochmal anmachen. Und sonst wird der gleich uns über uns meckern. Dann hatte ich ja schon angesprochen, wir haben hier oben den Sonnenschutz, den man so zuziehen kann. Ist auch sehr aufwendig gemacht von Ocean Air. Wichtig, denke ich, mit der großen Fensterfläche, die man oben am Dach hat. Das Ganze macht das Schiff natürlich enorm hell, wenn man das Ganze offen hat. Und natürlich noch zum Öffnen, ähnlich wie bei den Coupé-Modellen, auf der gesamten Länge hier. So hat man, wenn man beide Seitentüren offen hat und das Dach, richtig viel Luft hier im Schiff. Das heißt, der Innenraum wird fast mit zum Außenraum. Die Boxen mit dem Musiksystem finde ich gut, wenn die so oben untergebracht sind. Das gibt einen sehr angenehmen Sound, optional auch mit einem Subwoofer. So, drehen wir die mal wieder zurück. Nochmal. So, ich lerne es. Wir haben mehrere Stationen, wie die halten. So, das war's hier, denke ich, im Innenraum, beziehungsweise im Salon. Hier haben wir, wird oft übersehen, den Kühlschrank. Finde ich ganz schön gemacht. Das sieht aus, als wäre der Mini wäre, aber nur mein Arm. Also hier unten kriegt man richtig gut Flaschen gelagert. Also wie gesagt, Tiefe ist eine Armlänge. Also das funktioniert, denke ich, sehr gut. Und jetzt kommt eigentlich der gravierende Unterschied, also wenn ich den Namen schon wieder sage am Anfang, zu den Kollegen, weil das Schiff einfach wesentlich voluminöser hier vorne ist. Wir haben hier einen richtigen Toilettenraum, wie bei der W9. Also wo man wirklich ohne Probleme nutzen kann mit Waschbecken und Toilette. Oh, da ist was schief gelaufen. Und dann haben wir hier vorne Bett. Ich lege mich einmal rein, Schuhe an. Auch ein Bett in Länge. Also hier haben wir einen Sonnenschutz, den man noch aufbauen kann vorne. Und hier kann ich ohne Probleme, kann man gut zu zweit liegen. Und dann hat man hier oben, dass wir auch, kann man das Ganze hier aufmachen, um noch Luft zu kriegen, beziehungsweise die Polster zu verstauen. Finde ich alles sehr gut gelöst. Hier haben wir dann noch eine kleine Küchenzeile mit Waschbecken. Die Druckwasserpumpe ist jetzt aus. Und wenn wir möchten, können wir bei dem Schiff sogar, und das finde ich ein super Luxus, warmes Wasser haben. Das ist natürlich nur mit dem Innenborder möglich, beziehungsweise sonst können wir es halt nur über 220 Volt aufwärmen. Aber wenn wir einen Innenborder haben, Diesel oder Benzin mit der Zweikreiskühlung, haben wir, sobald wir das Schiff bewegen, warm Wasser. So, Vorschiff. Hier haben wir eine gemütliche Sitzposition, die ja keine Sonnenliege ist, aber man kann sich schon so hinlegen, hinflacken. Den Begriff gibt es, glaube ich, nicht so wirklich. Ja, finde ich bequem. Ist keine volle Sonnenliege, die hat man aber hinten. Und dann haben wir angesprochen, das Ganze kann man aufklappen hier. Kleine Nimbus-Details, natürlich überall Griffe zum Festhalten. Hier auch die ordentliche Reling nach vorne. Wir haben hier die Beschläge für die Sonnenstützen. Dann haben wir richtig ordentlich typische Nimbus-Klampen.
hier vorne, die Scheuerleiste läuft drumherum, der Anker steht nicht über, das heißt, man kann hier vorne auch perfekt vom Bugsprit vorne vom Schiff runtergehen, obwohl wir eine elektrische Ankerwinde haben. Elektrische Ankerwinde selber ist hier im Kettenkasten verbaut, in dem Fall hier mit Edelstahlkette, 6 mm, 50 Meter. Wir haben hier auch so kleine Details, wie wenn wir hier Leine übrig haben, dann können wir die hier so reinschmeißen, um ein sauberes Vorschiff zu haben. Der Sonnenschutz selber wird hier vorne in den Haken eingeklemmt oder eingehakt. Und wie gesagt, auch besonders mit 4 Stützen, damit er schön breit ist. Also und Carbonstützen. Sehr ordentlich gemacht. Ja, überall Handläufe. Sehr gut hier oben, wenn man nach hinten läuft. Sehr schön gemacht. Nochmal die schwere Tür an der Seite, oder große Tür mit dem Griff hier zum Verschließen. Tiefer, breiter Gangbord. Ich musste mich nicht auf die Seite bewegen. So, dann haben wir hier hinten natürlich das typische Setup mit dem V8, mit dem Innenborder. Dadurch haben wir unheimliche Fläche hier hinten, wo wir uns frei bewegen können. Wie gesagt, hier Sonnenliege. Auch zu zweit. Natürlich in der Dimension jetzt nicht typische Mittelmeerdimension, aber auf jeden Fall natürlich mehr, wie man das bei einem Außenborder hätte. Was wäre beim Außenborder anders? Da ist nur diese Sitzbank und dann haben wir die Badeplattform, das sieht man ganz gut hier, geht hier an der Seite raus und dann haben wir hier im Endeffekt den Außenborder sitzen und dadurch haben wir hier, brauchen wir den Durchgang. Also das Schiff ist hier hinten schon durch den Innenborder wesentlich großzügiger. Hier haben wir die optionalen Rodholder, wie sagt man Deutsch, Angelrutenhalter, ja genau, Rod in Englisch ein bisschen kürzere. Hier haben wir sogar eine kleine Wakeboard oder Wasserski Haken, wo man hier oben einhaken kann. Was ist noch zu zeigen? Wir haben natürlich einen sehr guten Ablauf hier unten raus. Das ist riesig offen hier unten, dass wenn viel Wasser überkommt, es sofort abläuft. Die gesamte Formgebung ist sehr schön mit der dreidimensional aufgesetzten Glasscheibe hier, auch vorne genauso. Große Klampen wiederum. Fenderbox hier mit dem Landanschluss. Dasselbe auf der anderen Seite, die Fenderbox nochmal. Sehr, jetzt gucken wir den Wind, sehr großzügige Badeleiter. Wenn man also, ich will jetzt nicht vormachen, hier hochkommt, kann man sich richtig gut festhalten. Und die geht 4 Stufen runter ins Wasser. Und dann muss ich jetzt mal gucken, wie ich am besten, einmal möchte ich den Motorraum noch natürlich reinschauen lassen. Dann muss ich hier den, ist ganz schön windig jetzt gerade. Und das Polster nicht wegfliegt. Ich weiß nicht, ob ich den so aufkriege. Nee. Gleich hängen wir in der Schleuse. So, ja, vom Volumen her gefühlt das Doppelte von so einem V8 Außenborder. 6,1 Liter, Entschuldigung, 6,1 Liter V8. Warum ist der Motor am Bodensee zugelassen? Der Grund ist das hier, der Motor hat einen Katalysator. Das ist natürlich, wenn man was für die Umwelt tun möchte, also für die Umwelt tun ist vielleicht falsch, aber die Umwelt beim Bootfahren etwas mehr schonen möchte, kommt man am Innenborder an sich nicht vorbei, weil nur die Innenborder haben heutzutage einen Katalysator. Und in dem Fall hier eben der maximale Motorisierung von Volvo Penta mit Katalysator ist die 300 PS Maschine. Sonst hier sehr saubere Installation, ordentliche Motorraumisolierung hier oben. Man sieht da auch den Anschluss, was wir angesprochen haben, vom Defroster bzw. vom inneren Kreis. Sonst ist hier nicht, dass der Motorraum mit Lüftung, automatische Feuerlöschanlage, alles vorhanden. So, machen wir das Ganze hier wieder zu. Polster wieder drauf. Ist alles ein bisschen feucht, weil wir ganz kurzfristig entschieden haben, wie die letzten Tage. Machen wir jetzt noch Videos, machen wir sie nicht. Das Boot lag im Wasser und wir haben entschieden, ein Video zu machen. Und deshalb, eben vor einer Stunde gefühlt, hat es noch geschüttet in Eimern. Potsdam wieder hin. Ja, was habe ich noch zu sagen? Der Mast da oben, werden vielleicht manche erkennen, ist kein Nimbus-Mast. Den haben wir entfremdet von dem Hersteller, den ich vorher schon ein paar Mal genannt habe. Nimbus hatte bei dem Modell am Anfang noch keinen eigenen Radarmast.
Den wird es jetzt in Zukunft aber geben in der eigenen Konstruktion, weil wir hier das Radar nachträglich aufgebaut haben. Wie gesagt, an sich gibt es einen Nimbus-typischen Mast hier in Zukunft ab Werk. Dicke Scheuerleiste haben wir auch vorher angesprochen. Die geht auch hier hinten komplett um die Badeplattform drum. Hier unten haben wir auch nochmal einen Haken zum Ziehen, also einmal niedrig und einmal dort hoch. Und wenn man vielleicht mal von hinten hier in die Kabine reinleuchtet, oder nicht reinleuchtet, reinfilmt, sieht man nochmal, wie offen und großzügig, wie hell das Schiff innen drin ist. Ja, wenn ich hier am Fahrstand stehe, auch wie viel Volumen einfach hier im Schiff vorhanden ist. Machen wir das Dach oben nochmal zu. Und dann nochmal hier rein und dann geht es jetzt zurück in Richtung Hafen. Ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen und wir werden bestimmt bald noch ein weiteres Video online stellen, weil wir im Herbst natürlich mehr Zeit haben wie im Frühjahr, um solche Videos zu machen. Bis zum nächsten Mal und alles Gute und viel Spaß beim Schauen.